Atomwaffen! Verboten! Atomwaffen! Verboten! Atomwaffen! Verboten! Atomwaffen! Verboten! Und jetzt setzt man noch mal eine Laola-Welle, weil wir uns freuen. Sind diese Waffen und völkerrechtlich verboten? Die Mehrheit der Staaten und der Weltbevölkerung unterstützt diesen Prozess. Nur einige wenige Länder boykottieren diesen Weg, darunter auch Deutschland. Sehr geehrte Frau Merkel, sehr geehrter Herr Maas, Sie betonen immer wieder das Fernziel Deutschlands, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Doch gleichzeitig verweigern Sie jegliche Beteiligung an dem AVV. Dabei stellt dieser angesichts der festgefahrenen Diskussion im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages und auslaufender bilateraler Abrüstungsverträge derzeit das wohl vielversprechendste Argument, eben dieses Fernziel zu erreichen, dar. Ab heute wird es nicht mehr genügen, diese Haltung mit Bündnistreue vorgeschobenen Argumenten bezüglich der Kontrollmechanismen zu begründen. Ab heute sind Sie in der Rechtfertigungspflicht. Sie müssen erklären, warum sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf ein völkerrechtlich geächtetes Waffensystem beruht. Ab heute haben wir und ihr alle das Völkerrecht auf unserer Seite. Und ich frage Sie, sehr geehrte Bundesregierung, durch welches Recht begründen Sie Ihre Haltung? Die Fakten, die ICAN im letzten Jahrzehnt zusammengetragen hat, sind eindeutig. Durch Atomwaffen entsteht unvorstellbares menschliches Leid. Im Falle eines Angriffes wäre keine effektive Hilfe möglich. Die Folgen würden über Generationen anhalten und ein Atomkrieg hätte verheerende globale Folgen. Diese Fakten können Sie, Frau Merkel und Herr Maas, ab heute nicht mehr unter den Tisch kehren, denn sie stehen in der Präambel des Atomwaffenverbotsvertrages. Eine Errungenschaft von ICAN. Wir als Teil der Zivilgesellschaft haben es geschafft, den Diskurs um Atomwaffen zu vermenschlichen. Statt sich in strategischen Sicherheitsdebatten zu verlieren, stehen jetzt die Folgen für Mensch und Umwelt im Vordergrund. Und in dieser neuen humanitären Debatte können sich alle beteiligen. Die Nicht-Atomwaffenstaaten formten ein Bündnis mit der Zivilgesellschaft und erarbeiteten sich ein politisches Gewicht. Während bisherige Verhandlungen von den Atomwaffenstaaten dominiert wurden, findet gerade eine Demokratisierung des globalen Abrüstungsdebatten statt. ICAN hat gezeigt, dass jeder Mensch dazu berechtigt ist, sich zu diesem Thema eine Meinung zu bilden und dass diese Gehör findet. Nun, sehr geehrte Bundesregierung, hören Sie auf die Meinung der Bevölkerung. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen lehnt Atomwaffen ab. Deutschland kann und muss dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Tun Sie es und tragen Sie ernsthaft dazu bei, Atomwaffen abzuschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Franka. Dann das war doch nichts über nochmal. Aber es war schon ein guter Anfang für das erste Mal. Und alle runter die Schilder, alle runter die Schilder. Und